Schüsse getätigt. Bekomme ich gerade von der Leitstelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir rufen direkt Verstärkung. Will der hier hören? Anscheinend will er mit uns ein Rennen liefern. Hab ich aber gerade keinen Bock, deswegen. Das sind doch nicht wirklich Aliens, oder? Das sind Aliens. Hallo? Oh Gott. Gehen Sie weg von mir, gehen Sie weg von. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es gibt etwas sehr, sehr Besonderes. Ihr seht es schon direkt hinter mir. Und zwar haben wir nun unser eigenes Einsatzfahrzeug. Und das Besondere an dem Fahrzeug ist, das haben nur wir, also ich. Das hat niemand anderes. Ich habe das komplett selbst designt. Das ist der Hummer H2 mit Blau-Rot-Licht. Und schön drei Sirenen plus an jeder Tür jetzt unser Logo und Los Santos Police Department, damit jeder weiß, okay, hier ist die Polizei unterwegs. Hier hinten haben wir das LSPDFA Logo, auf jeder Seite sollte das drauf sein, genau, weiß ich, warum man das von innen sieht, aber ist ja okay, hier haben wir es auch nochmal auf der Seite. Das wird unser neues einzigartiges Fahrzeug sein. Nicht nur von außen sieht das schick aus, sondern auch von innen. So. Da seht ihr, der Computer geht gleich an. Okay, wir haben einen Code-3-Einsatz. Hier haben wir schon mal unsere Sirene, die ganz normale. Die anderen zeige ich euch im Laufe des Videos. Hoppala. Unser Fahrzeug hält zum Glück einiges aus. Wenn das nicht mein sexy Fahrzeug ist, na, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich finde dieses Fahrzeug so schön. Dann noch mit Blau-Rotlicht. Gut, was haben wir denn hier für einen Einsatz? Hab jetzt gar nicht gelesen. Ich glaube, das Fahrzeug hier, das ist unser Problem. Das muss ich mal sehen. Sie sind, glaube ich, unser Problem, oder? Sind Sie unser Problem oder Sie? Ach so, Sie. Ich habe nichts falsch gemacht. Ja, ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, sie steigen am besten mal hier aus dem Fahrzeug aus, oder? So. Okay, dann. Alles. Hallo? So, ich hätte gern erstmal ihren Ausweis. Vielen Dank. Okay, Amora Valentine. Hat eine Waffenerlaubnis. Okay, dann werden wir gleich mal das. Okay, sieht anscheinend alles gut aus. Dann werden wir gleich mal das Auto durchsuchen. Wir machen kurz mal hier einen Test. So, bitte einmal pusten. Weiter, weiter, weiter. Danke. So. 0,1. Okay. Also, sie gehen uns auf jeden Fall nirgendwo mehr hin. Dann untersuchen wir ihr Auto mal, ob wir hier was finden können. Wir haben eine Bowlingkugel, eine Urne voll Asche und ein Glasschneideausrüstung. Okay, also nichts Interessantes. Okay, wir nehmen sie trotzdem einmal fest. Und zwar legen sie sich jetzt mal schön auf den Boden. Schön auf den Boden legen. Ich werde sie gleich abtasten. Ob sie etwas an sich haben, was mir gefährlich sein könnte, da sie eine Waffenerlaubnis hat oder haben, würde mich das nicht, ja, wundern. Für sie rufen wir einmal einen Transporter. Gut, und dann rufen wir einmal für das Auto natürlich auch noch mal ein Taxi. Mittlere Klasse, würde ich sagen. Da kommt ihr Taxi. Das Taxi fürs Auto ist auch da. Sehr schön. So, da ist die Kollegin. Die wird sie mitnehmen. Ich würde sagen, ich mache hier einmal den Weg frei.
Und dann... Ja, sie gehen mit dem Kollegen und das Auto haben sie. Okay, dann haben wir auch schon den ersten Einsatz schön abgeschlossen. Nach einer etwas längeren Fahrt sind wir auch am nächsten Einsatzort angelangt. Hoch, ja, schön. Okay, um sie kümmern wir uns gleich. Ja, was machen die denn hier? So. Okay. Chin sie mal. Wo, hä? Wo wollen sie denn hin? Wo rennt der? Okay. Hier soll sich jemand eventuell in der Bank befinden. Wir sehen nach, ob hier jemand ist. Los Santos County Police. Ist hier jemand? Okay, sieht hier erstmal gut aus. Wir checken natürlich auch hinter der Bank das Gebäude. So, da ist niemand, okay. Handelt sich wahrscheinlich hier um einen Fehlalarm. Dann würde ich sagen, beenden wir den Call. Tut dieses was? Hä? Warum ist jetzt die Alarmanlage an? Okay, das verstehe ich nicht, aber okay, der Security Man. Ja, dort befindet sich aktuell niemand im Gebäude. Alles in Ordnung. Wenn noch was sein sollte, können Sie uns gerne wieder alarmieren. Dieses Auto bei Nacht sieht noch 5-mal oder 10-mal besser aus als bei Tag, muss ich echt mal sagen. Oh, was rennen Sie mir denn hinter das Auto lang? Ja, tut mir leid, aber hier wurden gerade Schüsse getätigt. Bekomme ich gerade von der Leitstelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ruft direkt Verstärkung. Weg da! So, sie kriegen erstmal hier einen Schock. So. Die tun die Waffe weg von mir. Auf den Boden, auf den Boden! Legen sie die Waffe weg. Hören sie auf mit der Waffe auf und zu zielen. Sehr schön. Lass sie die Waffe fallen, sehr gut. Und sie sind hiermit festgenommen. Gut. Dann rufen wir für sie einmal einen Transporter. Ja, die Kollegen sind wieder höflich wie immer. Fahren sie ruhig in mein Auto rein. Dankeschön. Oh, also echt mal. Erst der Security-Mann, jetzt die Kollegin. Also, okay. Ja, sie kümmern sich um den Herrn. Sehr schön, dann können wir erstmal weiter. Okay. Wir haben ein gestohlenes Fahrzeug direkt wieder hier in der Umgebung. Dort vorne fährt es auch schon, ich sehe es. Ist jetzt das vordere oder hintere? Ich glaube das hintere. Gut, dann werden wir gleich mal hier ein Anhaltesignal geben. So. Will der Herr hören? Anscheinend will er mit uns ein Rennen liefern. Das habe ich aber gerade keinen Bock, deswegen... Oh Gott. So, deswegen halten wir den Herrn einmal an. Wir nehmen zur Eigensicherung die Waffe. Schön einmal auf den Boden legen. Legen Sie sich. Gehen Sie von mir weg. Auf den Boden. So, sehr gut. Ist besser, wenn Sie kooperieren. Und für Sie rufen wir auch ein Taxi. Und wie immer vernachlässigen wir nicht das Auto, das kriegt natürlich auch eins. Gut, da kommen auch schon die Kollegen. Und der Transporter nimmt das Auto mit.
Sehr schön. Dann ist unsere Arbeit hier an der Stelle auch wieder getan. Der nächste Einsatz ist auf unserer linken Seite. Okay, das geht gerade wieder auf. Sehr schön. Gut, so. Hier sind auch schon die Kollegen. Wir tun jetzt wahrscheinlich einen Haftbefehl vorführen. So. Die flüchten hier gerade. Sind die mit dem Auto unterwegs? Das wäre jetzt natürlich nicht so praktisch. Okay, so. Wir sind hier heute ein bisschen sportlich unterwegs. Gut, da vorne. Links, okay. Oh Gott! Schön auf den Boden. Schießt da noch jemand? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Wo schießt... Oh Gott. Wir rufen Verstärkung. Okay, der Herr hat da nicht genug. Sauber. So. Okay, der Herr zückt direkt die Waffe. Wir brauchen hier sofort mal einen Krankenwagen. So. Komm nicht raus. So. Und dann brauchen wir auch noch eine Luftunterstützung, damit die Herrschaften hier natürlich nicht. Wo haben wir denn hier eine Lufteinheit? Da, die LSPD. Stellt uns eine zur Verfügung mal. Wir sichern hier die Person. Okay, hier sehen. Ich würde sagen, wir rufen noch einen Krankenwagen, damit das schneller geht. Kommt der schon wieder in Zug oder was? Dann tun sie mal ihre Arbeit und der Kollege rennt wie immer rüber. Sehr schön. Ging ja Drogen rum. Okay, doch nicht. So, da kommt der zweite RTW. Okay, der eine ist entkommen. Wir haben doch eine Luftunterstützung gerufen. So, wie sieht's aus? Okay, der... Sie schön auf den Boden. Schön auf den Boden legen. Sie sind erstmal wegen versuchten Mordes an einem Polizisten verhaftet. Und die Polizisten oder die Kollegen werden sie mitnehmen. So, wie sieht's denn hier mit den Kollegen aus? Ha, schaffen die's? Wir nehmen hier erstmal die Waffe und wir rufen natürlich das CSA erstmal für den Herrn dort drüben. Wie sieht's hier aus? Okay, der Herr konnte auch nicht mehr gerettet werden. Ist gerade hier ein bisschen brenzlig mit der Verkehrssituation. Da sind auch schon die Kollegen von der Gerichtsmedizin. Ja, hier hinten sind wir. Gut, dann ist meine Arbeit getan. So, nach ein paar Minuten habe ich dann auch mal meinen Einsatzwagen wieder gefunden. Die Kollegen haben sich natürlich hier wie immer schön aus dem Staub gemacht. Oh Gott, ist unser Einsatzwagen schmutzig, würde sagen. Wir fahren kurz mal hier auf die Dienststelle. Und lassen den einmal säubern. Mein Auto konnten sie jetzt so schnell nicht sauber machen. Dafür nehmen wir einfach einen anderen Einsatzwagen. Ich bin hier gerade am Warten auf einen neuen Einsatz. Aber so wie es aussieht, ist heute die Nacht ein bisschen ruhiger geworden. Wir haben einen Typen, der soll hier... Schießen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen einmal Verstärkung. Und da sind die Straßensperren. Der hat's auf uns abgesehen. Der hat's auf uns abgesehen. Dann tun wir uns hier hinten verschanzen. Okay. Wir rufen noch eine Schleife.
Da hinten ist er. Copy dispatch, Adam 4 Gott. Wo ist er hin? Versteckt, der versteckt sich doch da hinten, oder? Wir rufen mal ein SWAT-Team, da unsere Kollegen einfach wegfahren. Da sind sie wieder. Gut, die Kollegen parken da etwas. Okay, die fahren halt direkt rein. Wo fahrt ihr hin? Ist er, hä? Wo ist er denn? War fein, lass die Polizei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. Okay. Ja, die Kollegen können übernehmen. Also langsam reicht's mir mit dem Typen, ne? So, dann brauchen wir meinen Krankenwagen. Tja, die denken jedes Mal, die könnten mit uns aufnehmen. Oh Gott, inzwischen sind hier voll viel angekommen. Oh, da klebt mein Blut am Fahrzeug. Alles klar. Die denken auch immer, die könnten es mit uns aufnehmen, aber... Nee, nee. Ich bin nicht umsonst geschult, ne? Wir brauchen einmal die Sanitäter. So, die Waffe habe ich bereits eingezogen. Gut, wir brauchen sie hier hinten einmal. So, zur Sicherung nehme ich den Elektroschocker einmal. Was? Die Treppen sind unsichtbar, alles klar. Gut. Dann tun sie den Herrn einmal wiederbeleben, wenn das... Don't die on me, asshole! Also, freundlich wie immer, ne? Gut, dann tun sie mal, was sie tun können. Ich tue hier erstmal zur Eigensicherung noch den Teaser. Hallo, machen sie... Der macht gar nichts. Der macht gar nichts, hallo? Okay. Sind das Zauberhände von ihm? So. Jetzt... Schön, Hände hoch. Sie gehen jetzt erstmal sehr lange hinter Gitter, das kann ich Ihnen versprechen. So. Ja, die Kollegen gucken nur, sehr schön. Machen sie wie immer sehr fein. So, wir tun erstmal abchecken, wer sie eigentlich sind. Und ob sie hier schon... Okay, bis jetzt haben sie keine Vorstrafen. Jetzt haben sie eine. Ja, danke, die Kollegen, dass sie mein Auto wie immer beschädigen. Wo rennt der denn jetzt hin? Okay. Ach, das ist der... So langsam verstehe ich das nicht, wo der herkommt. Ach, das vordere Auto war von dem. Gut. So, dann können wir erstmal hier wieder zur Wache fahren. Unser nächster Einsatz ist auch schon im Gange. Wir haben hier eine Person in einem Parkhaus. Okay, hier tut immer unser Blaulicht schön. Okay, ich glaube, hier können wir erstmal das große Blaulicht ausmachen. So, guten Tag, der Herr. Anscheinend haben sie entweder was getrunken oder... Okay, ich komme hier mal nicht so nahe. Angeblich, sie haben anscheinend etwas getrunken oder haben hier... Guten Tag, wollen Sie mit mir reden? Stop it! Or are you shitting me? Hallo? Attention all units. We are code 4. Hallo? Units required. Drop the weapon! So, schön, dass ich auch mal mit Ihnen reden kann. So, wer sind Sie denn eigentlich? Thank you. Jason J. Sie tun wir gleich mal von der Leitstelle überprüfen lassen, was Sie denn hier für uns haben. So. Okay, anscheinend nichts. Haben Sie etwas getrunken? Ein Sechser-Pack Bier, oh, ganz arg. Haben Sie Drogen genommen?
Ich habe mein ganzen Leben noch in die Drohnen genommen. Ja, so sehen sie auch aus, ne? So, was tun sie denn hier, der Herr? Das ist nicht ihre Angelegenheit. Wenn wir wegen ihnen gerufen werden, dann ist es schon meine Angelegenheit. Gerade aus dem Krankenhaus gekommen und schon betrunken, also. Nicht so. Bin auf dem Weg nach Hause. Okay, dann sollten sie das tun. Dann tue ich mich auch schon mal von ihnen verabschieden. Zu Fuß natürlich. Und dann... sie gehen gerade... Vielleicht hätten wir... Moment mal. Der Herr... Zur... hallo. Ich glaube, wir rufen für den Taxi. So geht das nicht. So, auch wenn sie mich jetzt beleidigen. Hallo? Hallo? Bleiben Sie mal stehen. Also der Herr. So, schön, dass Sie mit mir auch mal reden. So. Für Sie rufen wir erstmal ein Taxi. So. Weil Sie gehen mir so nicht allein nach Hause, sage ich Ihnen. Wir warten jetzt erstmal auf das Taxi. Okay, da ist es auch schon. Gut, dann können Sie ja warten, wie Sie wollen. Ist mir jetzt auch egal. Der nächste Einsatz ist direkt neben unserer Polizeistelle. Auf der linken Seite. Okay, ich würde sagen, wir tun einfach mal hier parken, damit die Autos hier noch vorbeikommen. Ihr Auto ist beschädigt. Ja, dann würde ich sagen, steigen Sie mal aus dem Auto, ne? Gut, da rufen wir jetzt erstmal einen Abschlepper, der den Wagen abholt. Und ich hätte gerne einen Ausweis. Jim Carter. Gut, wir überprüfen Sie kurz bei der Leitstelle, ob hier alles in Ordnung ist. Sieht alles in Ordnung aus. So, da fragen wir den Herrn, ob er was getrunken hat. Hat er anscheinend nicht. Nicht aus vielen Drogenabhängiger, okay. So, wo kommen denn gerade her? Von zu Hause und wo wollen sie jetzt hin? An jedem Ort, an dem ich mag. Okay, na gut. Ich würde sagen, wir rufen ihnen ein Taxi noch kurz. Und dann können sie auch dann nach Hause. Ah ne, sie kommen ja gerade von zu Hause. Na gut, dann fahren sie dahin, wo sie hinwollen. Von mir aus, solange es sich im Grenzen des Gesetzes hält, erlaube ich ihnen das. So, da ist auch schon das Taxi. Das backt hier gerade ein bisschen mit der Textur rum, okay? We have an 11351 in Mission Row. So, hier haben wir die zweite Sirene. Die zeige ich euch noch. Die dritte zeige ich euch dann in einem anderen Video mal. Wir haben hier gerade ein Feuer. Da braucht man mal eine Feuerunit. So. Okay. Okay, wir parken hier doch nicht. Wir sperren erstmal. Obwohl, die Straßen können hier weiterfahren. Wir brauchen hier nur die Feuerwehr. So, ich näher mich da einfach mal nicht, damit ich hier unversehrt wieder rauskomme. So. Dian, Sie können sich dann mal an die Arbeit gehen. Der eine hat gar keinen Helm auf. Das ist eigentlich jetzt nicht gerade optimal. So, ich verschwinde dann hier auch schon mal. Gut. Ist auch keine großbesuchte Straße. Wir können ja kurz, kurz ein bisschen absperren. Und okay. Ja, sehr schöne Arbeit. Da können wir auch gleich mal einen Abschlepper rufen für Motorrad. Und noch einmal fürs Auto. Für das Auto hier brauchen wir noch einen. Und dann werden wir ja auch fertig. So, dann kommen jetzt zwei Abschlepper. Da kommt ein Taxi. Na gut, wir machen ihr mal den Weg frei. Können sie durch, wenn sie aufpassen. Okay, danke schön. Gut, die Abschlepper. Einer ist schon mal vor Ort. Gut. Ich denke mal, die brauchen dafür nicht mehr unsere Hilfe.
Dann können wir uns auch wieder weiter auf den Weg begeben. Alles klar. Jetzt bin ich echt stutzig. Uns wurde gerade eine Alien-Sichtung gemeldet. Also wenn das jetzt mal nicht fake ist, na dann. So, wir können auch mit Sirene herfahren, aber das reicht jetzt erstmal so. Hier bei Lesters Fabrik. Wo sollen denn hier Aliens sein? Okay, hier ist der Zug. Der kann hier von mir aus durchfahren, aber hier sind doch keine Aliens. Hier hat sich entweder einen Scherz erlaubt oder hat... Ich möchte gerne mal den Anrufer sehen. Hier ist nichts. Es wird doch runtergeführt, aber hier sind keine Aliens. Ich weiß nicht, was hier gesehen wurde. Aber so weit wie mein Auge reicht, sehe ich hier nichts. Was? Da unten... Was? Was? Moment mal, da fahren wir mit dem Einsatzwagen hin. Also, wenn das jetzt wirklich Aliens sind. Na dann. Wie komme ich denn hier am besten runter? Hier. So, hier mal runter. Das sind doch nicht wirklich Aliens, oder? Doch, das sind Aliens. Hallo? Oh Gott. Gehen Sie weg von mir, gehen Sie weg von... Was zum... Das waren wirklich Aliens. Wir sind gerade Aliens begegnet, Leute. Das hatte ich ja noch nie. Okay, da ist ein Bundeswehrhelikopter, der ist wahrscheinlich auch gerade gekommen. Waren das echt Aliens? Aber am Himmel war doch gar nichts. Okay, wenn wir das noch einmal bekommen sollten, eine Aliensichtung, na dann. Wer hat denn das gesehen? Wahrscheinlich ein... Na, der hier einfach mal gegangen ist. Okay. Aber Aliens WTF. Okay, das hatte ich noch nicht als Einsatz. Aber okay, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da an der... Stelle beende ich auch die heutige Folge LSPDFA. Abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden zweiten Tag 15 Uhr montags, mittwochs und freitags gibt es auf meinem Kanal ein weiteres Video. Haut rein und ciao, Leute.